Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen freshen Folge von Let's Play Clash of Clans. Mit dem David Thomas Sherlock. Ja, mein richtiger Name ist David, mein Spitzname ist Thomas. Die meisten nennen mich Thomas, ich werde fast nur noch Thomas genannt. Und Sherlock, ich nenne mich selber Sherlock. Ja, überhaupt nicht selbstverliebt und so. Was wir in der heutigen Folge machen werden, ist, wir werden so eine ganz lockere Runde farmen. So ganz chillig und so. YOLO. Ja, und es ist heute auch eine kleine Testfolge, da ich zum allerersten Mal auf meinem Handy aufnehme. Ich besitze übrigens ein S5. Deswegen wollte ich euch fragen, wie ihr es findet. Also ich finde es viel geiler als auf dem PC, wegen auf dem PC. Da leckt es halt ein bisschen, es ruckt. Und wenn man ganz viele Truppen setzt, dann leckt es einfach nur wie so ein Stück, weiß ich nicht was. Und hier auf dem Handy, ich habe ja, wie gesagt, das S5. Und das ist einfach nur mega geil und diese Grafik, oh, ja. Das findet der Thomas geil. Ja, und ich würde mal sagen, ich greife jetzt auch direkt an und ich werde die Gegnersuche wie immer überspringen. Bis gleich. Wollen wir uns diese What the Fuck Base nehmen? What the Fuck Base, kann man die What the Fuck Base nennen? Ja, komm, Screenshot. Screenshot ist es wert. Für meine nächste What the Fuck Folge. Ah nein, wir haben keine Helden dabei. Scheiße. Ja, nochmal bis gleich. Ich glaube, den Gegner werden wir uns jetzt wegsnaggeln, da ich Elixier brauche und ich suche schon so mega lange, ey. Oh. Das kann nicht angehen. Mal gucken, wie es angreifen läuft. Oh. Geil, ey, endlich Multitouch. Endlich Multitouch. Das habe ich mir so lange gewünscht. Gucken wir mal, jetzt gucken wir mal, wie weit die kommen. Ach ja, und für die nächste Folge, ich würde dann auch mal so eine, wie heißt es? Ich einfach nur Dummheit der Helden. Der hätte viel mehr raus werden können als nur 150k. Was ich jetzt erst der Bogenschützen. Ja, und dann laufen hier, wie man sieht, alle Barbaren sind da reingelaufen. Und jetzt achten wir mal auf die Helden. Hier beginnt noch nicht diese Dummheit. Sondern jetzt gleich. Man achte auf die Boge Queen. Und zwar, da wird sie jetzt vom Bogenschützenturm kalt gemacht. Statt nach außen zu laufen und erstmal einen Bogenschützenturm kaputt zu machen, was macht die? Geht natürlich auf die Mauern, weil sie ja die Mauern liebt. Ah, das ist so. Und jetzt achten wir mal auf den Barbarenkönig. Der hat auch einen dummen Fehler gemacht. Und zwar, der macht hier erstmal die Mauern kaputt. Schön und gut. Jetzt geht er hier aufs Rathaus. Aber danach, statt aufs Goldlager zu gehen, wohin geht er? Auf die Klarenburg, ey. Das ist, Mann, das ist so kacke. Da hätte ich noch ca. 60.000 mindestens so rausholen können. Naja, was soll's. Kann man ja nichts machen, dass die Helden so behindert im Kopf sind. Einfach keinen Sinn mehr, den Clan aufrecht zu erhalten. Wenn ich später mehr Abos habe, dann gibt es ja auch mehr, die rein wollen, und das ist dann viel besser.
Ja, was können wir noch machen? Ich kann noch zwei Mauern upgraden. Das machen wir jetzt auch. Und schon wieder sind eine Million K. Ja, das hätte ich gerne an Gold. Ja, und dann sind wieder 1 Million Gold weg. Und damit würde ich die heutige Folge beenden. Ciao.